Bei der nächsten Mod vom 99er Teil der Liste und diesmal spielen wir Jägermörder. Diese Mod klingt irgendwie komisch, weil warum heißt die Jägermörder? Naja, ist eigentlich auch egal. Ich meine, vielleicht weil die Dämonen theoretisch die Jäger sind und wir ermorden die, aber das macht uns ja eigentlich zum Jäger, weil es nicht so wie, als würde ich mich vor denen verstecken oder so. Ich jag die eigentlich schon sehr aktiv. Und ich werde bestimmt nicht ermordet. Und falls kann ich laden. Naja, egal. Ist ein einzelnes Level. Ganz normal auf Map 1. Nicht allzu lange auch. Soll wieder viel Wert auch aufs Aussehen gelegt haben. Ich erkenne da so langsam einen Trend. Irgendwann hat sich alles nur noch ums Aussehen gedreht. Warum ist die Stelle dunkler? Naja. Nicht so schlimm. Ach so, weil da das Ding ist so eine Schatten. Okay, macht Sinn. So, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal rein und gucken, was uns so erwartet. Hier geht's schon mal nicht lang, dann bleibt eigentlich nur noch dieser Weg. Ja, dann brauchen wir die Karte erst. Ist kein Problem, absolut keins. Ja, das Geräusch sagt eigentlich schon alles. Da hinten ist jetzt offen. Warum ist da ein Loch im Boden? Beziehungsweise, warum ist da eine braune Textur? Ist gar kein Loch. Ach so, es sperrt mich ein. Ja, cool. Ah. Ja, ja, Mini-Boss-Kampf praktisch mehr oder weniger. Aber an sich von der Idee nicht schlecht, einen mit dem hier einzusperren. Oder haben wir auch schon die Dings, die Karte, sehr schön. Ein bisschen Munition. Die lag da, glaube ich, vorhin noch nicht, oder? Aua. Die teleportieren sich jetzt nicht wenig hinein. Können wir mal ganz kurz das Leben von da hinten noch. Na, okay, wunderschön. Nochmal so einer, ja krass, ja zwei direkt. Ja gut, hier habe ich jetzt aber mehr als genügend Platz. Na gut, hatte ich vorhin auch. Es wird jetzt nur ein bisschen, oh shit, dauern. Jetzt wollte ich unbedingt hier rein, damit es schneller geht, bissle. Und es hat mich jetzt ein bisschen viel Leben gekostet, was egal ist, weil deswegen. Und ich darf Pinkies schlagen. Eine meiner Lieblingsaktivitäten, es ist tatsächlich so. Pinkies schlagen ist eine ganz schön nette Sache. Im Großen und Ganzen, so. Wir haben auch noch zwei Secrets, ich wüsste gerne, wo die sind. Oh, irgendwas hat sich bewegt. Und ich sehe auch schon einen Schrotwind. Oh Mann! Oh Mann, oh Mann. Hier geht's noch nicht rein für mich. Nein, wieso habe ich ihn spawnen lassen? Jetzt ist. Oh, jetzt sind die Dinger da. Jetzt krieg ich sie nicht mehr los, so einfach. Na, also geht doch. Ich wollte ihn eigentlich rushen und dann verprügeln. Ich will mal die Dings testen. Einfach die Faust, wie gut die ist in Verbindung mit Berserker Pack gegen Pain Elementals. Hier sieht nichts anders aus als die anderen Sachen. Also kein Secret, aber nach da oben würde ich gern kommen. Da wäre der Rucksack. Aber dazu muss man natürlich sagen, oh Mann, oh. Shit! Ah, nein. Ah, ja, ich brech kurz ab. Okay, hier wieder bei der roten Karte. So, sehr schön. Aua. Ganz einfach. Ich schläger mich einfach. Viel einfacher als mit einer Waffe, wenn man schon eine wunderbar funktionierende Faust hat. Okay. Oh, shit. Na gut. Einfach gehen. Ich glaube, das ist die beste Option. Ja. Gut, das Problem war, ich habe jetzt erwartet,
dass da irgendwie mehr Platz wäre, aber da war keiner. Ich hätte gerne doppelläufige. Einfach weil ich Revenants nicht gern mit der normalen Schrotflinte. Ich weiß nicht mal warum, aber irgendwie. Irgendwie mochte ich es noch nie mit der normalen Schrotflinte gegen Revenants zu kämpfen. Shit. Ja gut. Wir kümmern uns später um die Revenants. Ich will jetzt weiterkommen. Ich will die Chain Gun vor allem. Revenants, jetzt habe ich was für euch. Die ist dir ganz schön egal, die Chain Gun. Kann es sein? Egal. Du stirbst trotzdem. Ja doch, mit der geht es doch eigentlich ganz easy. So wie ich sie mir oft habe. Boah, wie sie rumrennen, dass ich sie nicht treffe. So, jetzt ist hier noch irgendwo ein Chain Gunner gewesen. Ah, der ist schon bis ganz nach hinten gegangen. Wanderlaune. Sehr schön. Von der Musik bekomme ich übrigens irgendwie so ein Rise of the Triad Vibe, so einen kleinen. Aber nur bei ein paar bestimmten Stellen. Alter, wieso so dicke Gegner? Ich habe nur eine normale. Naja, komm, schießt euch ab. Mach ihn für mich weg. Komm, komm, Arachnotron. Willst du wahrscheinlich nicht. Gegen Arachnotrons hingegen ist die normale Schrotflinte gar nicht so scheiße, wegen der hohen Rate of Fire. Aber man sollte trotzdem nicht eingesperrt werden von dem Ding. Aber wenn man es richtig macht, kann man dafür sorgen, dass der immer nur einmal schießen kann. Dem weicht man aus, aber dann ist er wieder in der Schmerzanimation. Ich glaube, der Mankobus ist, ja, der ist ein bisschen zu resistent auch zum Teil. Beziehungsweise, ich glaube, wenn er mal wirklich anfängt zu ballern, hat er, glaube ich, sowieso eine höhere Resistenz. Oh, das gefällt mir. Hätte ich eigentlich gegen die ganz gut gebrauchen können, aber ist jetzt auch nicht so weiter schlimm. Fakt ist doch, sie sind alle tot. Und die anderen Sachen interessieren nicht mehr. Alter Vater. Oh, hallo. Ja, komm nur her. Ich muss eh noch ein bisschen Aggression gegen euch Barons rauslassen, wegen so einer bestimmten anderen Watt. Ja, ja. Man tut das richtig gut, mal wieder richtig schön viel doppelläufige Munition zu haben und euch einfach über den Haufen zu ballern. Und dann kann der nichts mehr gegen tun. Ja, ja. Ist gar nicht mal so scheiße. Ich wusste es, früher oder später kriege ich meine Rache. Sehr schön, dann können wir hier mal was aktivieren. Okay, ein paar Kakos. Das sollte jetzt kein allzu großes Problem sein. Oh Mann. Ein kleiner Slowdown, warum auch immer. Okay. Ich habe was aktiviert. Ich weiß nicht wo. Das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Ich nehme mir mal ganz kurz das hier mit. Habe ich hier eigentlich schon gedrückt? Nee. Aber macht eh nichts. Also von dem her ist es nicht ganz so schlimm. Nun schauen wir mal. Wir müssen noch durch irgendwelche Türen, oder? Nee. Wir müssen... Warte mal, da lang. Was war denn hier? Nichts Besonderes. Offensichtlich. Oh Mann, ich höre es doch schon. Ich will mal ganz kurz gucken. Hier kann man durch. Ja, okay. Es bringt mir nichts. Aber man kann es machen.
So, ich habe das hier gedrückt. Ja, jetzt ist guter Rat teuer, habe ich gehört. Was genau muss ich tun? Ich habe eine Idee. Ich gehe einfach den Gegner schreien hinterher. Und ich höre Gegner da hinten. So, von wo kommt der, ist jetzt die Frage. Wir müssen uns jetzt umschauen und gucken. Der muss ja einen Ursprung haben, dieser Gegner. Der wird da ja, okay, vielleicht war er einer von denen, die sich hier rein teleportiert haben, aber hat sich einfach nur Zeit gelassen, ganz, ganz viel. Oder beziehungsweise nicht mal so viel nur genügen, dass ich gegangen bin. Dann ist er hier in diesem Gang rumgewandert, hat mich nie gefunden, hat schon geweint. So ähnlich wie ein Kind, das seine Mutter verliert beim Einkaufen. Ne? Ich wollte eigentlich schon nach dem Doomguy ausrufen. So, Doomguy, bitte zur Kasse, der kleine Imp möchte abgeholt werden. Oder nee, warte, erschossen werden, das war's. Wieso habe ich die eigentlich jetzt übersehen die ganze Zeit? Die lag da einfach. Ich bin halt echt ein bisschen blind. Mit ein bisschen meine ich ganz viel. Du, wiederbelebst niemanden. Na, vielleicht machst du es doch, aber egal, solange es diesen kriege ich ja die Munition zurück. Also alles im grünen Lot. Noch jemand da? Ja, hier. Kein Problem, ich habe eine doppelläufige. Das ist also kein Problem, wenn ich euch noch ein bisschen ärgern darf damit. Absolut keins. Ja. Und tschüss. Okay, Exit. Ah, okay. Ah, noch einer. Ja gut, wenn er unbedingt möchte, das ist jetzt eh der letzte. Ja. Ich bin mal wieder so gut im Secret suchen wie eh und je. Ein schöner Raum hier noch am Ende. Meine alle Kills, immerhin. Die Secrets habe ich mal wieder nicht gefunden, aber naja. Darin bin ich nun mal nicht gut. Es ist so einfach. Aber gut, was soll man sagen? Schönes Level war's. Auf jeden Fall. Auch natürlich wieder ein bisschen kurz, aber gut. Aber auch wie beim letzten, so. Nachdem er halt schon so viele jetzt gezockt hat in den letzten Jahren, da sticht es jetzt nicht mehr allzu sehr heraus. Ich meine, es ist ein schönes Level gewesen, so. Das war's. Aber gut, dann sieht man sich bei der nächsten Wart wieder. Bis dann. Ciao. Okay, Zeit noch für die Secrets. Das erste Secret ist hier in diesem Raum. Man kann hier einfach reingehen und landet dann hier oben, wo man sich diese Sachen hier holen kann. Okay, das zweite Secret. Hier in diesem Raum, wo man die Pinkies schlagen durfte, kann man hier drücken und dann hier durchgehen.